Also, was geht ab, Leute? Hong hier mit ein paar verschiedenen Themen heute. Erstes Thema, dieses Wochenende ist die letzte Chance, Godan und Kyoge, also fürs Erste, Godan und Kyoge zu fangen. Ich war gestern auf Tour. Die genauen Sachen schauen wir uns später noch an, ein paar Highlights, was ich so gefangen habe. Und dazu gibt es auch, es ist ja momentan dieses Event, dieser kleine Wettbewerb zwischen Rayquaza und Kyoge und Godan. Und momentan steht 52% für Rayquaza gegen 48% Godan und Kyoge. Wobei man hier bemerken muss, und das habe ich selber nicht gewusst, Godan und Kyoge sind zusammen gegen Rayquaza. Ich dachte halt, es ist Rayquaza versus Godan versus Kyoge. So dachte ich es. Also ein Triple Threat Match für alle Wrestling-Fans. Aber stattdessen ist es Godan und Kyoge gegen Rayquaza, also ein 2-on-1-Handicap-Match. Für alle meine Wrestling-Fans. Und momentan steht's, ist Rayquaza in Führung. Was bedeutet, dass ab dem 6. vermehrt Pokémon, die den Wind mehr taugt, aus den Eiern kommen. Als Beispiel von Niantic wurde halt Kindmon genannt. Wahrscheinlich auch das einzige Interessante. Und wenn Godan und Kyoge gewinnen, dann gibt's halt Boden und Wasser. Noturzel und Knackleon wurde von Niantic da genannt. Knackleon jetzt eigentlich auch nicht so uninteressant, aber im Vergleich zu Kindmon natürlich keine Frage. Und ich war gestern unterwegs und die anderen sind heute auch noch unterwegs auf Godan und Kyoge Tour. Also wir haben da schon mal ein paar Godan und Kyoge gepusht für den Wettbewerb, was eigentlich nicht so gut ist. Also Robert und ich hatten noch einen guten Godan gebraucht. Ihr wisst, mein Beste war 89 oder so mit 15 Angriff. Und die anderen haben halt noch einen guten Kyoge gebraucht. Deswegen waren wir da gestern und heute noch auf Tour. An die, die heute auf Tour sind, nochmal viel Glück. Und Moment, das kann ich euch hier auch noch gleich mal zeigen. Wo ist er? Hier, da haben wir ihn. 96%, 15 Angriff. Das reicht mir. Passend dazu, ein Kyoge. 96%, 15 Angriff. Also, warte, den können wir auch gleich umbenennen. Mein Ziel ist erreicht. Ein Godan, den ich pushen werde. Bin zufrieden. Hat auch direkt schon zwei Bodenattacken. Da brauche ich keine TMs verwenden. Wo ich eigentlich ein paar TMs loswerden will. Könnt ihr es hier auch sehen. Wir haben eigentlich ungefähr gleich viele gemacht, aber ich habe viel mehr Godan gefangen. Kyoge will einfach nicht drin bleiben. Da habe ich echt eine schlechte Quote. Aber das war so meine letzte Chance. Der hier ist übrigens endschlecht, obwohl er nur ein WP weniger hat als der andere. So. Das war meine letzte Chance. Bin zufrieden, Godan 96. Schreibt unten rein, ob ihr das Event, also das Wochenende nochmal ausgenutzt habt und was dann jetzt euer bester Godan und bestes Kyoge ist. Und hier könnt ihr auch sehen, neu geschlüpft, ein Azugel. Mein erstes Baby-Pokémon aus Gen 3. Jetzt fehlt mir nur noch Isso. Und wenn wir gerade von Eiern sprechen, ich habe wieder 19 Kilometer Eier. Gestern 2 bekommen. Und ich habe vor einer Woche das Video hochgeladen und vor 2 Wochen hatte ich das. Und zwar 19 Kilometer Eier hatte ich bereits vor 2 Wochen. Und jetzt habe ich schon wieder 9. Also normalerweise dauert es echt so 2 bis 3 Monate. Ja okay, 3 Monate ist übertrieben. 2 Monate, bis ich wieder alle 9 voll habe. Und dieses Mal 2 Wochen. Und das Krasse ist, ich arbeite ja momentan und ich spiele da echt wenig und ich brüte nicht mal ein Ei am Tag. So, ich brauche so 1,5 Tage für ein Ei, ein 5er ungefähr. Und jetzt habe ich schon wieder alle 9 voll. Die muss ich natürlich schnell brüten, weil, wie gesagt, ab Dienstag kommt dann das Event, wo dann vermehrt bestimmte Pokémon aus den Eiern kommen. Wir werden es sehen. Schreibt unten rein, für welches Team ihr seid, Team Rayquaza oder Team Godan und Kyoge. Ich denke mal, alle sind für Team Rayquaza. Und dann passend dazu noch ein Thema, und zwar die Boxen. Ihr wisst, die Boxen sind momentan ziemlich gut. Ich kann mir leider nichts gönnen, weil mein Beutel voll ist. Aber, okay, Ratika geht nicht mehr. Fangen wir noch schnell das Dumiesel. Es ist nicht ganz klar, wie lange die Boxen gehen. Also laut dem Internet gibt es die Box bis zum 11. Was aber eigentlich keinen Sinn macht. Und die Quelle dafür ist auch nicht so glaubwürdig. Und zwar hat irgendjemand den Support angeschrieben und ich meinte dann, und er hat halt gefragt, hey, ich plane mir mehrere Boxen zu kaufen. Wie lange gibt es die Box eigentlich? Und dann hat die Mona, warte, wie hieß die? Die Dana hat ihm dann geantwortet, bis zum 11. Also wenn man ihr glauben will, dann gibt es die Box bis zum 11. Aber ich würde mich echt nicht drauf verlassen, weil das mit dem Raid-Wettbewerb, das geht halt echt nur bis zum 5. Und danach ist halt dieses Event mit den Eiern.
Und dann macht es eigentlich Sinn, dass Niantic neue Boxen raushaut mit Bootmaschinen, Super Bootmaschinen oder sowas. Sprich, ab dem 6. müsste es eigentlich eine neue Box geben mit Inkubatoren, damit man das Event mit den Eiern voll ausnutzen kann. Deswegen macht es mit dem 11. überhaupt keinen Sinn. Und ich würde mich echt nicht drauf verlassen und heute und morgen nochmal aufladen und die Box kaufen, falls ihr wollt natürlich. Weil die Pässe sind da echt gut und Glücksei kann man immer gebrauchen. Also ich finde die Box echt gut und ich werde mir da auf jeden Fall nochmal ein paar holen. Vor allem fürs nächste Wochenende, da haben wir was Krasses geplant. Bleibt gespannt, da brauche ich auf jeden Fall ein paar Raid-Pässe. Und das letzte Thema dann, Mewtwo. Also nicht Mewtwo, sondern allgemein legendäre Pushen und mein Buddy und Kilometer und sowas. Also ich habe jetzt endlich genug für den. Ich habe auch noch ein paar Sonderbonbons von der Tour gestern. Ich werde heute noch 2,7 Kilometer gehen und dann genau 248 Bonbons haben. Max Push Video wird dann morgen online kommen. Bin gestern nicht mehr dazu gekommen, nach der Raid Tour. Einfach zu müde gewesen. Und dann ist die Frage natürlich, wen oder was pushe ich als nächstes? Beziehungsweise mit wem oder was gehe ich dann als nächstes? Und in was investiere ich meine übrigen Candies jetzt noch, die ich dann überhaupt? Kyogre habe ich jetzt einen 100er, den werde ich auf jeden Fall Max pushen. Ich warte halt nur noch auf Doppel-Candy-Event, damit ich alle verschicken kann und damit ich genug Bonbons habe. Und jetzt habe ich halt zwei 96er mit 15 Angriff. Die könnte man theoretisch auch Max pushen, weil bester Wasserangreifer und so. Ein ganzes 6er Wasserangriffsteam, wobei ich, glaube ich, maximal 3 machen werde. Also die Frage ist dann, noch ein Kyogre oder noch ein Mewtwo zum Beispiel. Davon habe ich auch noch zwei andere, die zwar nicht so top sind, aber einer von denen hat 15 Angriff. Der hat übrigens nur 80 AV, echt krass, aber trotzdem 15 Angriff. Und man darf nicht vergessen, ein schlechtes Mewtwo ist immer noch krass. Also Mewtwo ist so krass, dass ein schlechtes immer noch bei weitem besser ist als die meisten Pokémon. Oder, und dazu tendiere ich momentan, Groudon. Ich habe jetzt einen 96er auf 15 Angriff. Den werde ich eigentlich höchstwahrscheinlich auf Max pushen. Und da fehlen mir auch noch Bonbons. Ich kann noch alle verschicken, die ich habe. Bei Doppelbonbon, aber das reicht dann trotzdem nicht. Dann komme ich, glaube ich, auf die 200 circa. Der braucht 248 auf Max pushen. Also denke ich, werde ich mit Groudon demnächst ein bisschen gehen. Aber eure Meinung unten in die Kommentare. Ein zweites Mewtwo oder noch ein zweites Kyogre. Von den anderen, von den Vögeln, habe ich echt nichts Gutes. Da habe ich noch wenig geradet. Ho-Oh. Auch nichts Gescheites. Lugia auch nicht. Entei wäre bereit zum Max pushen, da habe ich 248. Da warte ich nur noch auf den richtigen Moment. Suicune theoretisch auch, aber da warte ich auch noch ein bisschen. Also eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.